Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sudden Strike 4. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich in der sowjetischen Kampagne, jetzt in der fünften Mission. Ajas, die vierte Schlacht um Charkow. Dort verschlägt es uns heute hin. Und ja, wie ich auch schon bei der letzten Mission erwähnt habe, euer Feedback ist gefragt. Und zwar geht es darum, was soll passieren nach Sudden Strike? Ich hatte ja auch gefragt, ob ihr eventuell Company of Heroes sehen wollt, eins oder zwei, je nachdem. Und ja, wäre toll, wenn ihr darauf antworten würdet in den Comments. Es würde super sein, wenn ihr mir da Feedback geben würdet. Aber ich würde sagen, lange genug gequasselt. Lasst uns mal reinschauen. So, okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn da ein Buchstabe fehlt. Ja, wie gesagt. Okay, das mit dem Text hier, das kennt ihr ja mittlerweile, ne? Wer es lesen will, macht einfach eine Videopause. Wir starten durch. Was nehmen wir denn mal? Infanterie? Ich glaube, wir werden uns mit, wartet mal, mit... Ja, komm, wir probieren es mit Panzern. Handgranaten nehmen wir die oft. Aufsitzen. Da finde ich die Handgranaten schon fast besser. Nehmen wir die. Auf geht's. Sichern Sie den Brückenkopf für unsere Truppen. Nehmen Sie die Stadt auf der anderen Seite des Flusses ein. Nehmen Sie den Bahnhof ein und halten Sie ihn. Ja, dann wollen wir mal sehen, was uns jetzt erwartet. Vierte Schlacht um Charkow, August 1943. Achtung, Genossen! Unser Hauptziel ist es, das Gebiet südlich von Charkow einzunehmen. Ihre erste Aufgabe ist es, auf der anderen Flussseite einen Bereitstellungsraum für unsere Truppen zu sichern. Bauen Sie eine Pontonbrücke im Süden, damit Sie die Verteidiger der Stadt flankieren können. Okay. Dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier alles? Erstmal mal ein Stückchen vor, alle. So, da ist es böse, wie es scheint. Versorgungseinheiten. Reparaturfahrzeug. Hier sollen wir wohl die Pontonbrücke bauen. Jagdpanzer. Hm. Wollen wir mal schnell ein Screening machen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich muss mal wegnehmen. Ja, ich ärgere mich ja immer noch ein bisschen drüber, dass die Entwickler dieses Feature, was ich in der Preview-Version hatte, dass man quasi das ganze Interface ausblenden konnte, dass sie das nicht mit reingenommen haben. Das finde ich echt schade. Aber es wäre schon toll, wenn sie das irgendwann nochmal reinbauen würden, aber ich befürchte leider nein. Mittlerer Panzer, T-34-76, interessant. Oh, KV-1, schwerer Panzer. Das ist mein Elite-Panzer. Eieiei. Bin mal gespannt. So, der baut fleißig seine Brücke. Was ist das hier? Der Jagdpanzer. Also ich will da eigentlich so nicht rüber. Wir werden von der Seite aus angreifen, von links. Wenn wir die Brücke gebaut haben, dann werden wir sie auseinandernehmen. Hoffe ich doch zumindest. Ja, kann schon mal ein Stückchen vorfahren. Und ihr werdet euch mal alle aufstellen. Schon mal in der Reihe und Glied, wenn ich bitten darf. Meine Infanterie geht als erstes rüber, klärt dann den ganzen Bereich mal auf. Na komm.
Schon mal ein Stück vorfahren. Gleich sind wir drüben. Verdammt, wir können uns ja gar nicht... können uns nicht eingraben, das ist natürlich ein bisschen doof. Mal so gehen. Die Brücke ist verloren! Weg hier! Okay. In Ordnung. Du gehst dorthin. Und du gehst dorthin. Und der ganze Rest vom Schützenfest wird sich dann fein aufstellen hierhin. Ja, ihr geht mal dorthin. Entladet alles. Stellt euch mal auf. Aber noch nicht schießen. Transportfahrzeuge. Mittlerer Panzer, Panzerfahrzeug. Mittlerer Panzer nicht zu weit. Jagdpanzer. Ja, die haben hier wieder ein Problem. Ah, Leute, echt mal ganz ehrlich, das ist echt peinlich. Mann. Sollt euch doch nur rüber bewegen. Kann doch nie so schwer sein. Los, marsch. Was? Fahr. Ah, hinterher. Sturmgeschütz. Bleibst hier. Na, du bleibst so. Schwerer Panzer. Geh mal dorthin. Sturmgeschütz. Aber wie sieht's aus? Ihr drei. Ja, Sturmgeschütz, das ist meine Artillerie. So, stellt euch mal alles schön hier auf. Falls was kommen sollte. Genau, Transport готов. Ihr nicht. Transport готов. Ihr seid jetzt Gruppe 0. Da. Genau, da. So, was haben wir denn da? Wir haben einen Scharfschützen. Wir haben... zwei Sanitäter, mehrere Mörser. Okay. In Ordnung. Pechot auf Putti. Bringt euch mal in Position. Pechot auf Putti. Hier haben wir auch noch zwei. Так точно. Hinlegen. So, lass mal gucken. Du gehst mal dorthin. Hier will ich safe wissen. Готов. Dann устроим охоту на танки. Пехота готова. Солдат противотанковых войск готов. Meine Mörser, Leute. Распоряжение. Пехота готова. Уже. Засекли противника. Oh, ihr habt schon was gesehen. Ah, sehr gut. Приказы. Feuer frei. Okay, los geht's. Stop. So, wie sieht's aus hier mit meinen Mörserleuten? Солдат ПТ войск здесь. Уже иду. Пехота готова. Солдат ПТ войск здесь. Готовы служить. Ich will noch ein paar von den. Устроим охоту на танки. Солдат ПТ войск идет. Готов.
Солдат противотанковых войск готов. Приказы? Ну, а так. Распоряжение. Солдат ПТ войск идет. Солдат противотанковых войск готов. Да. Ну, за мной это. Солдат ПТ войск здесь. Готовы служить. Готов. А, уже все. Иду. Dorthin. Mein Scharfschütze rückt ein Stückchen vor. Was wir hier noch so rumkreuchen haben. Jetzt. Nicht schießen. Устроим охоту на танки. Солдат ПТ войск идет. Там. Sehr gut. Готовы служить. Ein Stückchen und stopp. Sehr gut. Oh, geil, das ist cool gemacht. Also wirklich solche Details hier, ne? Wenn du hier so Bäume wegfallen und so weiter, das ist schon wirklich cool gemacht. Das muss man wirklich sagen. So, meine Freunde, ihr geht mal weiter ran. Meine Mörser-Leute, die eigentlich Mörser sind. Soldat ПТ войск здесь. Eigentlich, wohlgemerkt. Haben wir noch welche? Einen haben wir noch. Soldat ПТ войск идет. Geh mal dorthin, beweg dich. Durchs Feld. Wir müssen jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Soldat противотанковых войск. Mann runter. Soldat ПТ войск идет. Bisschen vorrücken. Aber nur ein bisschen. Stopp. Gut. Der ist hinne. Ja, was ich nicht verstehe, ist, dass die Mörser da nicht angreifen. Stop. Rückzug. Rückzug. Wow. Schneller. Приказы. Hol meine Leute zurück, schnell. Feuert aus allen Rohren. Haben wir geholt und Zurückzug. So, warten wir mal. Wir werden mal den Jagdpanzer nicht, aber den werden wir noch da bewegen. Mittlerer Jagdpanzer. Noch ein Jagdpanzer. Wir haben nur eine Artillerie, oder was? Ja, zwei. Zwei haben wir. Soldat противотанковых войск готов. Okay. Пехота здесь. Bitte mal alle hinlegen und ein Stückchen weiter vorrobben. Und nicht schießen. So, komm. Stopp. Mit ein bisschen Glück. Ja, sieht gut aus. Распоряжение. Иду туда, где нужен. Okay. So, einer schwimmt hier. Идет врач. Komm, das Kanone. Sehr gut. Приказы. Иду туда, где я нужен. So, näher ran. Gucken wir mal. Das will ich mir holen. Hier bleibt schön in Deckung. Mach es aus der Ferne. Стреляем из орудия. Готов. Солдат ПТ войск идет. Näher ran. Auch nicht schießen.
steht nämlich der nächste Kandidat. Du musst es ja nicht heraufbeschwören, ne? Нужны патроны, топливо, ремонт. Надо выполнять приказ. Lade ihn mal auf. Ist jetzt gerade nicht so spannend, ich weiß, aber wir müssen ein bisschen taktisch vorgehen. Weil wir haben eine ganze Menge Ziele zu erfüllen. Und ich rechne schon mit heftigen Widerstand. Was? Der ist hinne. Gut. Den haben wir auch. Нужны патроны, топливо, ремонт. Stückchen vorrücken. Готовы служить. Пехота в пути. Aber nicht schießen. Unbesetzt, unbesetzt, sehr gut. Пехота в пути. Hinlegen. Wir spähen die Sache hier mal aus. Нужны патроны. Засекли противника. Rückwärts. Ah, da ist der nächste. Пехота готова. Stück 3, späte Version. Okay. Die beiden will ich mir holen. Können uns bestimmt noch nützlich werden. Na komm, räuchert sie aus. Keine Munition. Mann, oh Mann, oh Mann. Total leer geschossen. Unglaublich. Ja. So, Jagdpanzer. Надо выполнять приказ. Давай же! Грузовик снабжения готов. Так точно. Geht dorthin. Грузовик здесь. Слушаю. Ihr bleibt da, euch brauche ich dann, wenn ich mir die holen will. Na los, komm. Готовы служить. Ah, der ist gleich hin, ne? Sehr gut. Der nächste, der hin ist. Weiter. Vorsichtig pirschen. Ah, irgendwo ist hier noch einer. Irgendwo ist noch einer. Приказы. Двигаюсь. Двигаюсь. Hört mal ein bisschen vor. Okay, lass mal gucken. Mit dem hier. Bisschen. Vorsichtig aber. Dort hinten. Oh. Okay, ausräuchern. Okay, fertig. Großartige Arbeit, Genossen. Rücken Sie weiter vor und nehmen Sie die Städte auf beiden Seiten des Flusses ein. Yes, 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 yes. Die Operationsgrenzen wurden erweitert. Sauber. Gut. Gut, gut. Okay. Wollen wir den? Wo ist der denn auch? Я готов. Пехота здесь. Приказы. Пехота идет. Пехота здесь. Готовы служить. Он вольере. Ожидаю приказов. О, я вам зуга ПБ мунициюн. Какие координаты? Я готов. Я готов. Все. Анклем. Грузовик здесь. Так точно. Я готов. Они специальтруппе. Двигаю орудие. Sehr gut, das läuft richtig gut. Außer, dass die hier wieder sich verkannten. Finde ich natürlich jetzt nicht so prickelnd. Okay. Ja.
hinlegen. Есть. Die Wälder kontrollieren. Ich will keine Überraschungen erleben. Ja? Ja, готов. Das will ich auch nicht. Так точно. Was ist jetzt wieder los? Wo kommst du her? Пехота здесь. Пехота идет. Hey, wo kommt ihr denn her? Unglaublich. Ey, das ist jetzt aber alles andere als lustig. Mach keinen Mist jetzt hier, ey. Unglaublich. Hallo, hilf den Leuten. So, schneller. Das war jetzt, das ist jetzt echt unglücklich. So, alles wirklich. Oh, ey, das ist schon wieder mehr als ärgerlich gerade. Machen Sie diesen Faschisten die Hölle heiß. Finden Sie eine andere Möglichkeit zur Flussüberquerung. Oh, was habe ich denn da gerade Feines gesehen? Eine Stelle weiter westlich von Ihrer Position. Bauen Sie eine Pontonbrücke und sichern Sie das Dorf auf der anderen Seite. Achten Sie besonders auf die Verteidigung der Reparaturfahrzeuge. Ohne diese Einheiten können wir keine Pontonbrücke bauen. Die Operationsgrenzen wurden erweitert. Der ist leer, ey. Guck dir das mal an. Den Ferdinand, schweren Jagdpanzer, den holen wir uns. Ist ja wohl logisch. Das ist doch mal geil, oder? Ferdinand-Panzer. Könnten uns natürlich den anderen Krempel hier auch holen, aber... Das Problem ist, wir haben nicht genug Infanterie. Das ist nicht gut. So. Auch munitionieren. Du bist auch ziemlich leer. Obwohl, nee, er ist ja nicht, es ist ein Linksbums. Reparaturfahrzeug. Mach mal bitte. Schwerer Jagdpanzer. Nehmen wir uns natürlich mit. Aber was echt ärgerlich ist ja, dass wir keine Infanterie jetzt mehr haben. Wir haben uns die ganze Infanterie jetzt zerlegt, diese Schweine. Das ist ärgerlich. Aber hier haben wir noch zwei Dingsbums. Können wir austauschen. Das heißt, wir nehmen den raus. Und den raus. Packen Blümchen rein. Wir könnten jetzt weiter vorrücken. Breit gefächert aufstellen, bitte. Where we decided our fate. We may suffer. We may bleed. Some of us may have to give our lives. But we will never surrender.